Heute vor einem Jahr hat Putins Russland, die Ukraine angegriffen. Brutal, völkerrechtswidrig, ruchlos. Tausende, Zehntausende von Menschen, Soldaten und Soldatinnen, Männer, Frauen und Kinder haben seitdem unermessliches Leid erlitten. Sind erschossen worden, an der Front gefallen, Opfer von Bombenangriffen, Opfer von Vergewaltigung, Opfer von Zerstörung. Ein Bild, eine Erinnerung trage ich in mir, die in einem gewissen Gegensatz zu diesen fürchterlichen Bildern steht, weil sie so leise und so still ist, aber die vielleicht, jedenfalls für mich, die Eindringlichkeit dessen, was wir hier an diesem Jahrestag bereden, nochmal anders fasst, gerade weil es so ein stiller Moment ist. Ich war 2021 in der Ukraine und bin abends durch Kiew gelaufen. In Kiew gibt es eine Mauer, eine Gedenkmauer. Damals in der Nacht schien sie mir blau zu sein, mit lauter Fotos von den Gefallenen des Krieges von Russland gegen die Ukraine von 2014. Der Krieg, der damals die Besetzung der Krim nach sich gezogen hat und auch die Besetzung des Donbass. Auch damals schon der Vorstoß weiter geplant, aber die Ukraine hat ihn dann zurückgeschlagen. Vor dieser Mauer stand ein junger Soldat in Uniform, auch mit Montur, wenn ich es richtig erinnere, und betrachtete die Fotos. Ich weiß nicht, ob er konkret jemanden gesucht hat, ob dort auf dieser Wand Freunde, Angehörige, Familienmitglieder waren, die schon in dem Krieg gefallen sind. Ich weiß nicht genau, ob er auf dem Weg zur Front war. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte oder nur die Bilder auf sich hat wirken lassen. Ich habe ihn nicht angesprochen, weil es so ein privater, intimer fast Moment war. Und heute frage ich mich, ob er wohl noch lebt, ob er im Krieg gefallen ist oder ob er auf eine bessere Zukunft der Ukraine weiter hofft. 2014 begann der Krieg, nicht 2022. 2022 hatte eine neue Eskalationsstufe erlebt, aber schon 2014 hat Russland klargemacht, hat Putin klargemacht, dass er die Ukraine als souveränen Staat nicht akzeptiert. Es ist schwer zu verstehen, dass Deutschland nach 2014 beispielsweise seine Gasspeicher verkauft hat an Gazprom und Nord Stream 2 genehmigt und dann hat bauen lassen. Die Abhängigkeit von Russland wurde dadurch noch größer und heute sehen wir und müssen uns eingestehen, dass dies geplant war, dass die Abhängigkeit zu vergrößern Teil des perfiden Spiels von Putin war, seine Macht in Europa zu vergrößern. Dass wir es geschafft haben, dem zu widerstehen im letzten Jahr, ist eine beachtliche Leistung. Sie ist allerdings nichts gegenüber der Leistung, die die Ukraine gebracht hat, die durchgehalten hat, die, man kann es nicht anders sagen, heldenhaft an der Front kämpft, die ihre Souveränität verteidigt. Denn was Putin macht, ist den Imperialismus zurück nach Europa zu bringen. Imperialismus bedeutet, dass Diktatoren in diesem Fall mit Waffengewalt ihre Machtinteressen durchsetzen. Grenzen verschieben, Länder überfallen, politische Regierungen und Demokratien nicht akzeptieren. Wenn das erfolgreich ist, dann ist der Frieden in Europa dauerhaft gefährdet. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Imperialismus des letzten und des vorletzten Jahrhunderts, wo Krieg das bevorzugte Mittel der Politik war, wieder heimisch in Europa und in der Welt wird. Deswegen müssen wir die Ukraine weiter unterstützen mit allem, was es braucht, von finanzieller Unterstützung über Maßnahmen, die Energieinfrastruktur zu sichern, bis hin zu den notwendigen Waffen. Zurück zu dem jungen Mann an der Mauer. Vielleicht lebt er noch und kämpft für eine bessere Zukunft der Ukraine. Und deswegen sollte unser Augenmerk am Jahrestag dieses erneuten Einmarsches in die Ukraine des brutalen Kriegsausbruchs nicht nur auf die gegenwärtige Unterstützung gerichtet sein, sondern auch auf die Zukunft der Ukraine, den Wiederaufbau, der Perspektive der Ukraine in einem friedlichen und freien Europa Mitglied zu sein. Das, denke ich, ist das, was wir den Menschen, die dort kämpfen, schuldig sind.